Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Battlestar Galactica Deadlock. Ich wollte mal was Neues machen, ein bisschen mehr Vielfalt bei mir reinbringen. Und da dachte ich mir, wieso spiele ich das mal nicht? Ich interessiere mich auch stark für das Battlestar Galactica Universum, sowohl für das alte, sowohl für der neue Teil. Und ohne Umschweife sage ich mal, fangen wir mit der neuen Kampagne an. Ich mach mal. Ja. Ich bin auch nicht so wirklich ins Spiel eingewöhnt, deswegen verzeiht. Ich werde erstmal Lieutenant spielen, weil ich mich ein bisschen eingewöhnen muss an das Gameplay hier. Okay, dann wollen wir mal fortfahren. Am Ende ist das eine Mischung aus Träger. Ja. Und weg. After Virgon buried their nukes, the leaders of the 12 colonies promised we would never see war of that scale again. Peace would reign in our lifetime and the lifetimes of our children. They could not have predicted the Cylon Rebellion less than 30 years later. The worst conflict in colonial history, and we are at a stalemate. No foothold gained that isn't lost again within weeks. The Jupiter Project was supposed to be our ace in the hole, the largest, most powerful battle stars ever created. Each of the 12 colonies were promised one, in return for signing the Articles of Colonization. The first, Galactica, was Caprica's crowning glory. It went missing 2 weeks after deployment. Athena, the fifth ship to be completed, belongs to PyCon. We were days away from delivering it when we heard the news. PyCon's capital cities were devastated by Cylon assault fleets. Among them, our own colonial fleet headquarters. There was no chance to intervene. Command of Colonial Fleet has fallen to Rear Admiral Kane. Our mobile shipyard, Daedalus, has become the ad hoc fleet headquarters. As Kane's XO aboard Daedalus, you have been promoted to Operations Commander of the entire Colonial Fleet. Kane intends immediate retaliation for the attack on PyCon. The War Room awaits your arrival, Commander. Tja, die Gesamtlage ist jetzt nicht so rosig. Viele von euch, bin mal gespannt, wie viele von euch das Universum kennen und welche nicht. Das Battlestar Galactica Universum ist, finde ich, ein saugeiles Universum. Ich habe die, also die Neuauflage der Serie gesehen und die ist Hammer. Die ist echt toll. Kann ich jedem ein Herz legen. Von der Musik ist episch. PyCon's Battlestar is almost ready to deliver. But Sinan says it can't make an independent jump until the fuel lines have stabilized. Kane's orders are to jump Daedalus to PyCon with the Battlestar Athena attached ASAP. That means we have to clear the scouts here or risk telegraphing our movements to the entire Cylon fleet. I'll prep the deck crews for the jump while you deal with the toasters. Good hunting, Commander. Von diesen aus bestimmen Sie den Kurs in die koloniale Flotte in den Anfangsjahren des Einsatzes. Also, Anfangsjahres des ersten Zylonenkrieges neben wird. Das Schicksal der 12 Kolonien und die Zukunft der gesamten Menschheit hängt von den Entscheidungen ab, die sie hier fallen werden. Ja. Ja. Also, zeittechnisch befinden wir uns im ersten Zylonenkrieg. Die Battlestar Galactica-Serie, die neuere, oder auch die alte auch, ist eher an den zweiten angelehnt, den zweiten Zylonenkrieg. Ach ja, fortfahren, muss sie gedrückt halten. Die Flottenpunktgrenze einer Flotte kann durch die Beförderung ihres Offiziers erhöht werden. Damit können sie mehr oder andere teure Einheiten in die Schlacht führen. Je. Einheitenbegrenzung.
erhöhen. Yay. Gleich wird wieder viel dazwischen gequatscht, bevor ich wieder anfange zu reden. Loslade, los. It's time to make our presence known in this war, Commander. I trust you won't need my instruction twice. Tell your ships to move full speed towards the enemy. So, ich habe die Störung ein bisschen, die Kamera-Intensivität ein bisschen erhöht, damit ich mir ein bisschen schneller vorankomme. Die Steuerung ist hier etwas komisch, hier muss man sich echt eingewöhnen. Mit X wähle ich die Einheiten hier aus und mit der Steuerkreuz kann ich hier bewegen, wo sie links und rechts hin soll. Mit L2 und R2 kann ich hier rein und raus zoomen. Okay, ich befähige mal schon, dass man reinfliegen soll. Bestätige mit X. Was auch jetzt interessant ist, habe ich auch noch nie wirklich so ein Spiel gesehen, dass man hier auch den Winkel einstellen kann, wo das Schiff hinfliegen soll. Ich denke mal, so reicht. So, davon ist gleich ein falsches Ziel, das da. Dann stellst du dich dann mal hier hin, Freundchen. Ich fährt wohl ein bisschen weiter geradeaus, also fliegst du da hin. Es ist halbwegs rundenbasiert, also man muss die Entscheidung hier vor Einstellungen betreffen und das dann hier so zu beenden, laufen lassen. So, erster Schuss geht auf. Los. Ja, mit Viereck kann man hier bei den Schiffen einzelne Sachen rauspunkten, also Fähigkeiten. Ich soll hier auf die Türme gehen. Bestätigen, ich will darauf ballern. Jetzt muss das Schiff ein bisschen hier umdrehen. So. So ungefähr. Ja. Du. Auch. Du kannst auch die Türme benutzen. Du schießt auch auf die. Okay, meine Befehle sind gesetzt und nächster Zug. Ein paar Schüsse treffen, ein paar gingen daneben. Hier wird noch viel geredet, also. Sir, ja. We've got a new Dreadus contact. Dreadus ist einfach das Radar. Dreadus IFF confirms the contact is a silent corvette. Scanning for further intelligence. These Cylon corvettes won't hold up to sustained fire. Focus your turrets on one side to punch through their armor and destroy the hull. These ships also have long-range guided munitions. Sieht schon geil aus, das Schiff. A target before closing in for the kill. Ah ja, zurück. Befehlskette, neue Fähigkeit. Ja. Raketenseifen, also ferngelenkte Rakete, ich schieße darauf, bei denen hier. On their way. Du kriegst auch ein paar. Nein, ich will das hier Schiff aussuchen. Da, so. Ferngelenkte Raketen und Feuer. So. Du fliegst dahin, dass deine normalen Geschütze auch noch weiter ballern. So. Ein bisschen in die Zange nehmen. Ja, Battlestar Galactica, ein tolles Universum. Muss man sich ein bisschen reingewöhnen. Aber dann geht's richtig los, als bei der Serie. Worum geht es denn bei Battlestar Galactica hauptsächlich? Oder was ist die Grundstory? Die Grundstory ist, die Menschen, also leben in 12 unterschiedlichen Kolonien. Die ersten dann 12 Kolonien eben. Haben alle natürlich unterschiedliche Namen, Region, Kultur. Dann eine Kolonie namens Caprica hat eine Roboterrasse erschaffen. Die heißen Zelonen. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem sie geschaffen worden sind, haben sie sich natürlich überall in den Kolonien so verbreitet und haben dann gegen ihre Schöpfer gewandt und einen Krieg angefangen. Und das führt zum ersten Zylonkrieg, das wir hier gerade durchspielen werden. Aber das ist natürlich weitaus mehr mit Details und so weiter verstrocken, mit anderen Filmen und Serien und so weiter. Aber fangen wir mal weiter an, ohne viel zu labern. Raketen, los, hier sieht man sie. Missiles incoming! Ich kriege auch ein paar Raketen auf die Fresse. Oh oh, oh oh. Your
ships don't seem to be performing as well as they should. They may have system damage that's been overlooked. Okay, das eine Ding haut ab. Was jetzt auch neu ist, Reparatur. Tell the engineering crews aboard those ships to hotfix what they can. I'll see to their comprehensive repair once you've finished with your engagement. Scheint nicht so kaputt zu sein, immerhin. Geil. So, ich drehe mal ein bisschen hier um. Das eine Schiff ist am Fliehen. Dann kümmere ich mich erstmal um das hier. So positionieren wir uns mal. Hier. Ja. Yes, sir. Hast du eigentlich alles deine Sachen verbraucht? Ne, du schießt jetzt auf den da. Hier muss man richtig aufpassen. Wenn die Schiffe sich gegenseitig rammen, zerstören sie sich auch. Hier ist schon Lackschaden. Yes, das rechte kümmert sich um das linke und das hier verfolgt weiter das da vorne. Oh, schießt darauf. Und du? Schießt auch darauf. Und nächster Zug. Hat schon gut Schaden genommen. Okay, das Ding ist jetzt wieder hinter mir. Dann drehen wir mal rum. Das Gameplay ist ein bisschen träge, würde ich mal sagen. Hoppla. Nein, das wollte ich nicht. Die wollte. Achso, die Karte soll ich aufrufen. Ja, ist die optische Karte hier. Nicht, bin ich nicht so beeindruckend, aber egal. Wieder Geschütze darauf feuern. Ja. Die Schiffe schießen auch eigentlich auch automatisch drauf, aber da konzentriert sich das Feuer eher. Okay, es geht nach dahin. Ein bisschen höher setzen. Türme. Gezieltes Feuer auf den da. Und zu beenden. Ihr seht, ich habe eigentlich das hier anvisiert, aber das andere Schiff schießt auch auf da vorne auch dabei. Und kaputt. Wunderbar. So, wo ist das andere hin? Da. Wie viel Lebens hat es noch? Rumpf ist noch voll, aber hat, aber ihre Panzerung ist ziemlich hart im Arsch. Okay, dann fliegst du dahin. Du machst auch mal mit. Umdrehen. Okay, du. Okay, Raketen sind nicht feuerbereit. Wieder gezieltes Feuer. Du auch. Hoppla. Wie gesagt, ich bin mir schon noch nicht ganz vertraut, deswegen kann sein, dass ich wieder die falschen Tasten drücke. Okay, und nächster Zug. Man muss sich richtig aufpassen, die Schiffe fliegen, können auch automatisch weiterfliegen, wenn man ihnen kein Ziel gibt. Wenn Pech hat, können sie auch solche Stationen hier rammen und dann, ja, geht's unter. Nee, ist die Raketen eigentlich wieder bereit? Noch eine Runde abwarten, okay, das kann ich noch. Da fliegt erstmal weiter geradeaus. Ah, das Ding hat sich nach oben abgesetzt. Da kommen die Raketen angeflogen. Ah, da fliege ich halt dahin, hoch. Lenkraketen. Da. Du müsstest jetzt auch den Lenkraketen haben, ne? Du kannst einfach geradeaus liegen. Jawohl. Und zu blenden. Missiles incoming. Ja, das sehe ich. Missiles incoming. Autsch, das tat weh. Dann drehe ich mal wieder hier um. Seitlich, höher, setzen.
Türme, gezieltes Feuer. Darauf setzen. Gut. Geradeaus. Auch wieder in Höhe gehen. Er ist noch nicht in Reichweite zum Ballern, also nächster Zug. Komm schon, 8 Raketen sind unterwegs. Komm schon. Oh, nicht mich rammen, nein, das ist böse. Okay, gut, wir haben ihn da, wo wir haben wollen. Jetzt sieht das Feuer wieder mal, bitte. So. So, Yes, Commander. Oder ne, warte mal. Das Schiff kann ja auch nach hinten schießen, also wechseln wir mal hier die Ader. Yes, Commander. Konzentriert das Feuer bitte. So. Und nächster Zug. Jawohl, schieß es in Stücke. Und weg. Sauber. All hostile contacts are down. We recorded a vid feed of the battle if the commander would like to replay the fleet's performance. Ja, das ist auch irgendwie das Geile, ist irgendwie so ähnlich wie bei Star Wars Empire at War. Die Wiederholung ist so Art wie eine Art Kinomodus. Aber das brauche ich noch nicht. Okay, hören wir noch an, was die Dame zu sagen hat. Und dann speichere ich mal und dann war es mit dem ersten Part. Laden, 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 laden. Congratulations, Commander. But we still have work to do. Es arbeitet noch auf uns. Jedenfalls, ich werde hier Spiel speichern. 2. Slot. Ich habe eine Testprobe mal gemacht. Um zu gucken, wie es ist. Ne? Okay. Gut. Jedenfalls, das war's dann für den ersten Part. Und dann noch einen schönen Tag, Abend. Wann ihr das Video sehen wollt. Ciao!